Es gibt neue Infos rund um Kingsley Coman. Laut Fabrizio Romano ist ein Abgang in den nächsten Tagen wahrscheinlich. Wir schauen uns die neuesten Infos genau zu diesem Abgang des Franzosen an. Zudem sprechen wir auch über einen potenziellen Neuzugang bei den Bayern. Wir sprechen über Joe Gomez von Liverpool. Er ist der nächste Liverpool-Star, der jetzt wohl auf der Liste der Bayern steht. Und hier könnte man tatsächlich auf den Abgang von Matthijs de Ligt wirklich richtig stark reagieren. Und auch bei Moukoko, da gibt es einiges Neues, denn eine Einigung mit einem neuen Verein, die ist jetzt wohl tatsächlich schon beschlossene Sache. Welcher Verein das ist, das noch mehr gleich hier. Vorab lasst ein Like auf das Video da und noch ein Abo hier auf den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Checkt wie immer auch gerne mal mein Instagram ab, bulli-insight und auch meinen neuen Podcast Fußball News bei Bulli Insight. Da gibt es jetzt auch ein Gewinnspiel unter allen 5-Sterne-Bewertungen. Verlosen wir 3x10 €. Schaut da gerne vorbei. Kingsley Coman, ja, er könnte jetzt tatsächlich auf den letzten Metern des Transferfensters wohl seinen Verein, den FC Bayern München, noch verlassen. Denn dass er jetzt nicht mehr so die ganz so große Zukunft bei den Münchern hat, das wurde jetzt von allen Seiten nochmal deutlich erwähnt, auch wenn er gegen Ulm eigentlich eine gute Partie gespielt hat. Kingsley Coman ist aber wohl so, er möchte unbedingt vom FC Bayern München weg. Das ist für ihn die oberste Priorität. Er möchte einen Abgang in diesem Transferfenster forcieren. Das hat jetzt Fabrizio Romano nochmal ganz sicher bestätigt. Und genau diesen Transfer, da soll es in den nächsten Tagen eben nochmal richtig Bewegung reinkommen. In den letzten 13 Tagen der Transferperiode, die uns jetzt eben noch bevorstehen, da soll Kingsley Coman sich jetzt nochmal anbieten. Interesse gibt es ja genug. Paris Saint-Germain lange als wahrscheinlichste Option gegelten, aber mittlerweile haben wir da natürlich noch andere Clubs, die Interesse haben. Der FC Barcelona und auch ein Club aus der Premier League oder mehrere Clubs aus der Premier League. Unter anderem ist ja auch Manchester City an ihm dran. In dieser Transferperiode soll noch einiges bei Kingsley Coman gehen. Marktwert 50 Millionen €, 28 Jahre alt ist er, 27, bis dahin läuft noch sein Vertrag. Also 50 Millionen €. Wenn ein Club das bezahlt, dann würde wahrscheinlich der FC Bayern München ihn gehen lassen. Das ist ganz klar so die Marschroute der Bayern. Man hat sich mit Michael Olise stark verstärkt. Gnabry soll seine Chance auf den Flügel bekommen. Mathis Tell wird mehr Spielzeit bekommen. Man hat keinen Bedarf mehr auf den Flügeln. Auch wenn Désiré Doué nicht gekommen ist, will man wohl immer noch Kingsley Coman abgeben, wegen hohem Gehalt, viel Einnahmen, die er generieren könnte, plus natürlich auch noch die vielen Verletzungsproblemchen, die er hatte. Bei Barca, da muss man sagen, da würde er grundsätzlich eigentlich ganz gut reinpassen, denn sie können sich wahrscheinlich Nico Williams nicht leisten. Dementsprechend könnte man dann über eine Leihe von Kingsley Coman nachdenken. Die Bayern wollen aber eben eine Kaufpflicht mit drin haben. Könnte deswegen schwierig für die Katalanen werden. Für City oder Paris wäre das Ganze kein Problem. Für den Spieler soll nach wie vor immer noch Option Nummer 1 Paris Saint-Germain sein. Sein Jugendclub, da könnt ihr auch zurück in die französische Heimat. Ich bin gespannt, wir bleiben am Thema dran und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Youssoufa Moukoko, auch er soll in diesem Transferfenster seinen Verein Borussia Dortmund definitiv noch verlassen. Bei ihm wird es jetzt nicht ganz so teuer. Moukoko hat einen Marktwert von ungefähr 20 Millionen €. Die Borussen wollen 15 für ihn haben. Dementsprechend hört sich das alles erstmal nicht so verkehrt an. Vor kurzer Zeit, da war er noch sich einig mit Olympique Marseille. Da haben nur noch die Clubverhandlungen gestartet. Jetzt ist der Transfer aber zu Marseille in weite Ferne gerückt. Die Einigung wurde widerrufen vom Club aus Frankreich und dann stand Moukoko so ein bisschen im luftleeren Raum. Im BVB-Kader, im gestrigen Pokal-Erstrundenspiel gegen Phoenix Lübeck, da stand er gar nicht. Das kam auch wenig überraschend. Es war klar, der Trennungswunsch, der ganz öffentlich durch seinen Berater preisgegeben wurde, das hat ihn seinen Kaderplatz gekostet. Man kann das natürlich aus Vereinsseite auch ganz locker immer argumentieren. Naja, der Spieler will weg, nicht, dass er sich verletzt, bla bla bla. So kennen wir das Ganze. Aber jetzt sieht es gar nicht mal so verkehrt aus, denn ein spanischer Club macht jetzt ernst. Betis Sevilla, da könnte er tatsächlich jetzt in der La Liga auflaufen. Da soll jetzt laut Infos von Sky eine Einigung mit dem Management von Youssoufa Moukoko erzielt worden sein. Ja, das können wir jetzt auf jeden Fall schon mal so als erstes Indiz definitiv aufnehmen. Das ist ein Mittelklasse-Club in der La Liga. Ist jetzt tatsächlich im letzten Jahr auf Tabellenplatz 5 gerutscht. Dementsprechend könnte es noch was mit der UEFA Conference League werden? Da stehen jetzt die Quali-Spiele am Donnerstag an. Diesen Donnerstag und nächsten Donnerstag sollte man sich da durchsetzen. Dann könnte er tatsächlich weiterhin international spielen. Halt nicht mehr Champions League, sondern Conference League. Aber in der La Liga trifft man natürlich auch auf einige sehr, sehr hochklassige Clubs. Was wir jetzt hier für einen Deal sehen, das bleibt jetzt weiterhin noch spannend. Es geht vor allem erstmal wohl um eine Leihe mit Kaufpflicht. 15 Millionen € ist dann die Summe. Es ist aber jetzt auch noch ein weiterer Club, nämlich Nottingham Forest in der Verlosung. Auch sie sind heiß auf Youssoufa Moukoko. Betis Sevilla aktuell aber die wahrscheinlichste Option.
Fix ist der Transfer aber noch lange nicht, denn wie gesagt, die Verhandlungen mit Borussia Dortmund, die stehen noch komplett in den Kinderschuhen. Da muss man erstmal abwarten, was da uns jetzt noch in den nächsten Tagen erwartet. Mokoko aber nochmal bei Borussia Dortmund, das glaube ich persönlich tatsächlich nicht, denn ich glaube, dieses Tischtuch, das ist endgültig zerschnitten. Zerschnitten ist auch das Tischtuch zwischen den Bayern und Matthijs de Ligt und jetzt könnte Joe Gomez vom FC Liverpool der Nachfolger werden. Ja, die Bayern, eigentlich hieß es, sie sind mit ihrem Transferfenster so weit es geht zumindest mal durch. Ja, aber jetzt gibt es neue Gerüchte. Ja, grundsätzlich, Joe Gomez ist ein interessanter Name, denn er möchte wohl den FC Liverpool verlassen. Er möchte in diesem Sommer aus der Premier League weg, beziehungsweise zumindest mal vom FC Liverpool weg. Es gibt da einige Interessenten und auch der FC Bayern München wird als potenziell neuer Club gehandelt, der hier Interesse haben könnte. Joe Gomez, er war auch gestern tatsächlich beim Saisonauftakt vom FC Liverpool nicht dabei. Er soll fit sein, er soll sich sicher sein, er möchte den Verein verlassen und das hat er wohl auch ganz klar intern so kommuniziert. Die Hintergründe sind jetzt nicht so richtig bekannt, vielleicht einfach eine neue Challenge oder sonst irgendetwas, aber es heißt auf jeden Fall, wie die Times jetzt auch berichtet hat, ja, es gibt definitiv gleich mehrere Vereine im Ausland und auch in der Premier League, die Interesse haben. In der Premier League unter anderem auch der FC Chelsea, Aston Villa, die haben sich nach dem 27-Jährigen erkundigt und auch der FC Bayern München könnte eine gute Option für den Spieler sein. Denn mit dem Abgang von Nasser Masraoui und Matthijs de Ligt hat man einen Innen- und einen Rechtsverteidiger verloren, Joao Gomez, der kann sowohl beide Positionen spielen. Wäre damit eigentlich ein perfekter Spieler, ein spannender Spieler für die Bayern, ist mit 27 Jahren natürlich jetzt auch nicht unbedingt alt, bringt auch einiges an Erfahrung mit und bei einem Marktwert von ca. 28 Millionen Euro ist er natürlich jetzt auch nicht ganz so teuer wie andere Verteidiger, die jetzt vielleicht eine ähnliche Qualität mit sich bringen. Was meint ihr, Joe Gomez und FC Bayern München? Passt das? Könntet ihr euch das vorstellen? Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Was man sich nicht vorstellen kann, das ist wohl Jonathan Tah und die Bayern. Jetzt hat es seinen Trainer Xabi Alonso auch nochmal ganz, ganz dringend bestätigt und hat gesagt, nee, also er plant sicher mit Jonathan Tah. Das ist sein aktueller Stand. Auch wenn es natürlich in den Medien immer mal wieder was anderes heißt, der Leverkusen-Trainer Xabi Alonso sagt ganz klar, nein, ich plane mit Jonathan Tah. Man steckt natürlich nicht drinne. Der Berater von ihm, Pini Zahavi, der wird weiterhin versuchen, ihn irgendwie zu den Bayern zu lotsen. Das ist ein ganz selbst erkorenes Ziel von Jonathan Tah. Er möchte unbedingt dorthin. Aber Stand jetzt können wir nochmal ganz sicher sagen, es gibt keine Verhandlungen zwischen Bayern und Leverkusen. Das Tischtuch ist so ein bisschen zerschnitten. Es gab hitzige Diskussionen in der Öffentlichkeit. Fernando Caro ging auf Max Eberl los. Dann gab es dann die Antwort von den Bayern-Bossen, jetzt auch nochmal von Max Eberl. Und da passt auch der Bericht des Kickers dazu. Grundsätzlich sucht man jetzt nicht dringend eine Alternative für Matthijs de Ligt. Man ist eigentlich mit der Innenverteidigung, die man aktuell hat, so zufrieden. Sollte man natürlich einen günstigen Innenverteidiger bekommen, zum Beispiel wie ein Joe Gomez, zum Beispiel wie aber auch ein Jonathan Tah, dann würde man wahrscheinlich auch nicht Nein sagen. Der Preis muss eben stimmen und das soll wohl auch ganz klar so Leverkusen kommuniziert worden sein. Bin ich mal gespannt, ob sie hier Jonathan Tah für einen Schnäppchenpreis abgeben. Glaube ich persönlich nicht dran, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Was sagt ihr zum Thema? Eure Meinung wie immer in die Kommentare. Das war es auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Wir hören uns heute auf dem Zweitkanal nochmal. Falls ihr irgendwelche News verpasst habt, heute alle Highlights nochmal auf Yoda Insight. Ansonsten, wie gesagt, gerne nochmal beim Podcast vorbeischauen. Da gibt es jetzt, wie gesagt, ein Gewinnspiel. Das war's von mir. Bis dann, Leute. Ciao.